Wunderbar. Weg mit euch. Ah, und die kommt runtergelaufen. Na gut. Na gut. Ist wahrscheinlich nicht das Unklügste. So. Immer noch der König. Oh. Ganz ehrlich, das sind aber richtig beschissene Truppen. Also die sind nicht mehr gut. Und vor allem nicht, wie sie KI die einsetzt. Komm. Machen wir unseren König unsterblich. Der ist ja noch, wie gesagt, relativ jung. Und wenn der jetzt noch so eine Schlacht gewinnt, obwohl der schon am Boden ist mit seinen Truppen. Die sind nur am Kämpfen und auch immer hier im gleichen Gebiet. Wir zeigen einfach mal, was die hier drauf haben, die Dänen, ja? Hier ist nicht mehr gut Kirschen essen mit denen, mit uns. So. Drei. So, hier, ausmachen. So langsam wird's mager mit unseren Truppen, das muss ich gestehen. Na, schau erstmal dahin. Euch hier hin. Nee, genau falsch. Ja, die hält dann doch so. So, zack. Na, da stehen wir vielleicht ein bisschen wrong. So, können wir aber dann die Chance nutzen. Ist die Grenze. Können wir durchlaufen, bitte. Stärken auf die warten sie zum Glück nicht. Boah, das sind schon. Es sind viele Truppen und ich habe auch gesagt, manchmal ist Quantität über Qualität. Aber ich hoffe einfach mal, dass sie es dann noch nicht schaffen. Bei aller Liebe. Wir sind zu nah dran. Und es sind viele Armbrustschützen, das wird so oder so wehtun. Folgendes, wir laufen drauf zu, damit die Armbrustschützen nicht dazu kommen, zu schießen. So die Idee. Ja, guck mal, da sind sehr viele. So. Es wird, glaube ich, Zeit, dass wir jetzt auch rangehen. So, rüber. Mal eins. Der König wird ordentlich abgeschossen. Wir vielleicht schon früher agieren müssen, ich weiß es nicht. Auf. Jetzt oder nie. Ja, komm, presch die um. Und auch da, komm, geht runter. Wir müssen jetzt die Macht der Kavallerie nutzen. So. Sehr schön, und kommen wir schnell durch. Sehr nice. Und jetzt sandwichen. Jetzt wird gesandwiched. Oh Gott, hier sind zu viele. Das sind zu viele. Oder außer ich kriege noch hier Unterstützung. Jetzt. Daher. Nice, da saugt man weg. Wunder, wunderbar. Helft ihnen auch alle, perfekt. Wunder. Wunderbar. Ich kann es nicht oft genug sagen. So ein Ding ist das. Ja, kämpfen wieder. Kein Problem, das können wir auch direkt mal unterbinden, der Kampfeswille. Kann auch gerne nochmal gebrochen werden. Ich glaube, die erste Armee haben wir fast. Mit fast meine ich, dass hier noch welche sind. Okay, damit haben wir die alle. Wo ist die Truppe, hä? Flieht sie? Ganz ehrlich, das wundert mich nicht. Wer würde da nicht fliehen, ehrlich gesagt? Der kämpft noch, kein Problem. Auch etwas, was wir gerne einmal beenden können wieder. Bärträger, da rennen wir mit Kavallerie rein. Ich hab mal gehört, das macht man so. Ja, keine Chance. 49 Mann verloren. Dafür müsste er direkt 1000 Ränge aufsteigen eigentlich. Weil es waren trotzdem viele Truppen letztendlich. Und Novgorod wird belagert. Ganz ehrlich, sollen sie machen. Novgorod ist, denke ich, mehr als nur gut geschützt. Oh, 2000. Ja, nehmen wir gerne. Wir könnten aber hier eine Truppe hinschicken, um den mal ein bisschen zu triggern. Hier gibt einen Türken, okay. Soll uns recht sein. Magdeburg, Turm wird gebaut. Wunderbar. Prag, beruhig dich mal bitte. Öffentliche Gebäude sind im Bau demnächst. Sag mal, 41%. Was ist das denn? Frechheit. So, Brücke it is. Und der Spion ist hier tot. Schade. Attentäter juckt uns eigentlich nicht mehr.
Na, die Spione werden langsam sehr alt, leider, ne? Deswegen geben sie alle nach und nach jetzt den Löffel ab. Ist halt wie es ist, ne? Was willst du sagen? Wir beobachten uns das mal alles. Wo, hier sind die Mongolen. Okay, das ist aber nicht Antiochia. Das heißt, sie sind schon am Einnehmen. Byzantiner haben auch hier nochmal eine Zitadelle. Gut, Zitadellen einzunehmen ist halt auch noch nicht einfach. Muss man denen wohl zugutehalten. Und hier sind wir mal zu Besuch. Hallo? So, jetzt hier. Erstmal hier guten Tag zu sagen. Ah, Bündnis. Haben aber generell kein. Schade. Aber das können wir machen. Sehr schön. Aber warum haben das. Sie haben noch nicht mehr Inverness eingenommen. Was ist denn falsch bei euch? Gehört euch wenigstens Dublin? Lass mal rüber gleich gehen. Wie können die reichsten sein, wenn sie eine volle Armee haben? Mit teilweise guten Einheiten. Teilweise, also das ist schon weird, okay. Ja, wie gesagt, wir triggern die gleich. Wird alles in Ordnung. Vor Polen habe ich jetzt keine Sorge, dass die uns in Messer in den Rücken stecken. Wie gesagt, vollstes Vertrauen. Einfach mal Vertrauen haben in die Leute. Übrigens haben wir welche fortgebildet, ne? Dann lass doch mal den machen. Oh, die Armee ist schon. Die ist schon strong. Und ganz ehrlich, komm, wir machen die mal komplett voll. Können nochmal zwei Huskale. Ja, damit wir eine volle glänzende Armee haben, mit der wir aufwarten können. Du hast dich bewegt, du hast dich bewegt. Dann wieder in die nächste Runde, oder? Ja, Frankfurt, schreib mal ein paar Sachen auf. Ihr seid so weit entfernt, eure Hauptstadt zurückzubekommen, das ist unglaublich. Oh. Ich glaube, wir würden das Echtzeit ohne Probleme machen. Automatisch. Aber ich würde gerne Echtzeit machen. Weil die Schwertstabilität möchte ich gerne nochmal in Action sehen, ehrlich gesagt. Zwar ist der General hier drin absolut vom Kommando absolut scheiße. Aber das ist egal. Weil so oder so sollten wir das haben. Die haben jetzt, glaube ich, einmal eine Ramme dabei und eine Leiter. Also nicht mal. Eventuell kommen sie sogar nicht mal zum Tor. Bei, war wahrscheinlich schon. Aber es ist nicht gefährlich eigentlich. So. Also ihr seid schon da, okay. So, Sperrmauer, so ein Ding ist das nämlich. Zwei, aber er gesagt die eins und ihr seid dann die zwei. Schießen können sie ja nicht mit Kanonen. An der Stelle sind wir da zum Glück noch nicht. Ja, aber die Schießpulverphase, die wird auch noch kommen. Davon ist auszugehen. Let's go. General kommt hier hin. Na komm. Gräm dich nicht, mein Freund. Ich weiß, du hast gefühlt noch nie richtig gekämpft, aber dennoch ist das deine Aufgabe. So, Feuerpfeile, wie gesagt, Ballisten tun wir nicht. Aber hier wird jetzt sowieso geschossen, gerade wie sonst was, ne? Komm, gehen wir mal runter hier. Wo ist der Feuer? Wo ist der Hagel da? Ein paar Bolzen sehe ich fliegen. Da müssen noch wesentlich mehr umfliegen. Ein paar Drushina dabei. Übrigens, ne, zu Russland haben wir auch schon mal eine Kampagne gemacht. Da könnt ihr gerne auch mal reinschauen. War auch sehr, sehr nice. Hat auch sehr interessante Einheiten. Bam, Junge. Ah, ich habe von den Ambusschützen ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet. Also hier liegen jetzt nicht so viele, wie ich erhofft hatte irgendwie. Dafür, dass wir wirklich über 400, 480 Ambusschützen haben. Ah, gut. Wertstadtmiliz ist auf jeden Fall bereit. Das sieht schon cool aus. Die werden nur noch von den Drushin, von den Obuchea übertroffen. Ja, rankommen sie davon, war auszugehen. So, ein paar Speerträger kommen hoch. Sollten aber die Armbrustschützen eigentlich im Griff haben. Haben wir eine gute Verteidigung auch am Start. Sind ja auch sehr viele Truppen da oben drauf. So. Ja, mach ruhig auf. Das Spiel so, ist so alt mittlerweile, aber es ist immer noch so geil. Und sieht auch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ja gut, die Texturen sind jetzt nicht HD und so. Aber das Spiel funktioniert meistens auch von der Steuerung eigentlich gut. Meistens. Sehr genau. Das habe ich schon öfters mal gesagt in alten Kampagnen und so. Ich muss sagen, die neueren Total War Teile wie Warhammer, Pharao, wobei das Pharao habe ich nicht gesehen, nicht gespielt, nur gesehen halt. Aber sowas wie Total War, Rome und Warhammer, da ist die Steuerung, finde ich, nicht mehr so flüssig in Echtzeit. Das mag ich nicht mehr so gerne. Das ist so ein Echtzeitschlachtmodus. Das ist vom Feeling her einfach richtig, fühlt sich das an. Habe ich da habe ich bei den neuen Teilen leider gar nicht mehr. Das spricht eigentlich nicht so gut fürs Spiel. So, rauf jetzt.
So, mach mal den Sack zu hier. Der wird nicht mehr lange leben. Komm, zeig mal, dass du nicht nur einfach da rumstehen kannst. Greif mal mit an. Erste Fleet schon, ist okay für mich. Sollten wir trotzdem haben. Ah, der General macht doch nicht mehr lange da. Mach den mal weg da. Ja, keine Chance. Auch getrennt von seiner Armee da. Macht er gar nichts. Jetzt fliehen sie auch alle. Ein Versuch, die Hauptstadt zurückzuerobern. Ich verstehe es ja. Ich verstehe es doch. Ne? Wenigstens versuchen sie es. Heilige Römische Reich ist immer nur so, weiß ich nicht, bisschen am Nerven nur. Die haben es richtig versucht. Und das rechne ich denen auch hoch an. Es gibt eine neue Entdeckung, welche die Kriegsführung entscheidend verändern könnte. Das dunkle Pulver sieht nicht gefährlich aus, doch entzündet, explodiert es mit unerreichter Stärke. Diese schreckliche Waffe will Panzerung obsolet und Festungsmauern nahezu nutzlos machen. Es wäre weise, ihre Nutzung im Krieg als erster zu meistern. Ich denke, wir werden uns die ein oder anderen Schießpulvereinheiten gönnen. Königsmord machen wir nicht. Heiße Seite, das nehme ich gerne an. Auf dem Tisch dann Bündnis. Interessantes Bündnis. Joa. Ist jetzt nicht so viel mehr passiert. So. Reicht erstmal. Sehr viele englische Schiffe, verstehe ich gar nicht. Sind nicht mal Truppen drin. Mal fortbilden, haben wir das wieder. Okay, dann guckt ihr mal bitte unten hier die Siedlung an. Wem gehört das? Polen auch. Ja, ich sage ja, die sind doch besser noch am Start, als ich dachte. Aber da wurde gerade ausgebaut. Hier ist Antiochia, hier ist die Hauptstadt, genau. Sind auch schon, ist ein ägyptischer, okay. Ist schon wild, was hier unten passiert. Ich bin gespannt, was mit den Timuriden passiert, wenn sie eintreffen. Eigentlich ist es manchmal so, und da ist das Spiel manchmal ein bisschen buggy, leider Gottes, dass wenn die Timuriden kommen, die teilweise dann oder meistens Schwierigkeiten haben, eine Siedlung zu finden, um halt bestehen zu bleiben. Weil wenn die dann eine gewisse Anzahl an Runden keine Siedlung eingenommen haben, dann verschwinden die einfach. Sind einfach weg, die ganzen Truppen. Das ist ein bisschen schade. Deswegen muss man die manchmal ein bisschen dazu drängen, sage ich mal. Das heißt, wenn sie angekündigt werden, werden wir eine kleine Armee hier so runterschicken, um eine Siedlung da einzunehmen, damit die Timuriden dort Fuß fassen können. Du wurdest entdeckt und ganz ehrlich, wenn wir schon einen hier haben, können wir es auch versuchen. Ah, ich habe nichts anderes gedacht, ehrlich gesagt. Leider nicht geschafft. So, nächste Stadt mal wieder. Wird mal Zeit für ein neues Städtchen, oder? Eine neue Siedlung in unserem Reich. Aber wir können ja auch nicht sagen, dass hier nicht alles gedeiht, ne? So, schießt du verbessern. Genau, neue Gebäude sind jetzt am Start. Ja, komm, bauen wir einfach mal. Wir bauen ja eh alles da. So, nordische Bogenschützen. Auch gerne gesehen. Haben wir direkt neue Gebäude hier am Start. Ich würde sagen, das ist jetzt erstmal eine ordentliche Armee, oder? Weißt du was? Wir sind mal nicht so. Wir gönnen uns mal hier eine kleine Befestigung einfach mittendrin. Wir müssen ja nicht irgendwie so kalt irgendwo rumstehen. Die können ruhig mal ein bisschen was aufbauen da für sich. Ist kalt draußen gerade, weißt du? So, Wien ist gerade frei von Einheiten, das ist interessant. Aber wie gesagt, unterhalb des Flusses gehen wir noch nicht hin. Gucken uns erstmal jetzt an, wie die Lage sich entwickelt. Nehmen jetzt hier drüben ein bisschen was ein. Überlegung. Wollen wir Richtung Osten mal marschieren? Oder? Was ist der Plan? Ich habe gesagt, wir warten erstmal ein bisschen. Aber wir sind jetzt so langsam an dem Punkt, wo wir halt langsam mit den Einheiten auch Richtung Maximum gehen, sage ich mal, von der Entwicklung her. Wir können natürlich sagen, so... Komm, weißt du, gehen wir mal nach Großbritannien. Er wurde auch noch nicht eingenommen. Was ist denn da los? Okay, die Armee lassen wir aus Schutzgründen hier unten. Dich lade ich einmal in Thorn auf. Weil... Ja gut, wir können es gerne mal nächste Runde mit Breslau versuchen. Wobei, warte mal, wir können ja direkt angreifen, wenn wir so... Warte mal, ich bin ja... Wir können auch direkt versuchen anzugreifen, wenn wir jetzt eine Balliste irgendwo haben. Schick mal ein paar rüber, jo. Schick mal rüber, dann können wir das doch direkt angreifen und einnehmen. Dann kann der Papst auch gar nichts mehr sagen. Wir holen uns schnell Breslau, dann geht die Armee einmal nach Großbritannien. Wir holen uns Inverness und Dublin erstmal, halt nur Rebellensiedlungen. Dann holen wir in Schottland und dann gucken wir mal, was passiert, würde ich sagen. Ist nicht eine gute Sache. Und hier gehen wir jetzt auch voran schon mal. Ne, wir zögern das ein bisschen hinaus. Ich habe ja schon gesagt, damit wir
die anderen Fraktionen sich einfach mal ein bisschen entwickeln lassen. Ne, dass sie mal ein paar Sachen einfach einnehmen. Dass sie ein bisschen wachsen. Wir nicht jetzt schon, also theoretisch, ne, wäre eventuell schon so ein Verlauf gewesen, dass wir schon vielleicht haben Heiliges Römisches Reich ausgelöscht, neue Feinde haben. Es hätte schon ganz anders hier aussehen können. Hätten wir uns jetzt nicht so zurückgehalten. Theoretisch. Wisst ihr, wie ich meine? Aber gut. Wir sind ein bisschen friedlicher dieses Mal. Frankfurt weiß auch nicht, was es will, ne? Du kriegst sogar eine Karte in der Abtei hier. Das ist alles, was du willst. So ein Ding ist es hier. Zack. Oh, guck mal, so Anfangsgebäude noch. Da können wir uns doch mit an aus hier. Zack, zack. Sehr schön. Dann gehen wir direkt weiter. Ups. So. Okay, sind ein bisschen sauer. Jetzt nicht mehr. Let's go. Ein bisschen belagern, dann haben wir auch das. Rück an Antwerpen. Die ganze Zeit nicht eingenommen, ey. Wer es nicht braucht, ne? Oder wer es, ne? Nicht benötigt, dann halt nicht. Nürnberg, Frankfurt sind sicher genug. Darum haben wir unsere Riesenarmee. Das ist alles super soweit. Das ist gleich das. Ihr bleibt einfach da stehen. I don't care. Okay, das gehört auf jeden Fall Polen. Da müssen wir nicht weiter runter. Können wir mal hier oben ein bisschen gucken. Ah, Russland gehört ja auch hier diese... Oder ist das noch Moskau? Nee, Ryazan. Genau, das ist eine Festung. Das gehört auch noch den Russen. Okay. Na, warum auch nicht? Okay, okay. Ich muss sagen, wie es ist. Die Mongolen sind gut am Start. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Hier drüben. Okay, Rennes, gut. Okay, okay. Gehen wir gleich immer auf die Iberische Halbinsel rüber. Schauen wir mal, was da so abläuft. Warten wir noch. Ja, wir haben mal einen Plan jetzt. Der Plan ist ja schon so langsam entstanden hier und ist auch schon in der Mache. Dürfte jetzt auch nicht mehr so lange dauern, bis wir dann rübersegeln können in die neue Welt. Können wir auch gerne einmal forcen. Machen wir mal alles Wasserbedingte. Geht ja, glaube ich, auch erst ab einem gewissen Jahr, aber ich weiß das gerade aus dem Kopf gerade nicht. Ampelfahrt ist schon mal entstanden, bitteschön. Wir kümmern uns auch einfach direkt um euch, ne? Ihr gehört einfach direkt zur Familie. Und hier tauschen wir mal die Truppen aus. Ihr seid direkt an der Grenze, da muss man schon ein bisschen mehr gucken. Und nächste Runde gönnen wir uns direkt. Können wir auch direkt dann durch die Mauern durch. Dieses Zeitalter ist halt jetzt einfach angebrochen und das gönnen wir uns dann auch einfach mal, die ganzen Technologien. So, schauen wir mal hier um, was hier abgeht. E-Türkei. Ja, okay, ist auch noch Ägypten, ist auch noch Türkei. Mit wem haben sie denn gerade Krieg? Mit den Türken und Ägypten, beide tatsächlich. Heiliges Römisches Reich ist irrelevant, wahrscheinlich aber wegen Kairo. Aber ich glaube, den Türken und den Ägyptern geht es jetzt nicht so gut. Ich glaube, das könnte alles den Mongolen in einigen Runden gehören. Sind wir sehr gespannt. Der Portugal lebt anscheinend auch noch. Ist irgendeine Fraktion, die schon ausgelöscht worden ist? Das würde mich mal interessieren. Können wir theoretisch auch hier unten im Diagramm nachschauen. Aber wir warten mal noch ein bisschen, bis wir da mal nachschauen. Damit spoilern wir uns ja auch irgendwie, ne? Na komm, geh weg. Können wir ein bisschen Kosten einsparen. Zwar Geld fließt wie sonst was, aber mehr Geld ist immer gut. Vor allem, wenn man etwas auf der hohen Kante hat. Denn wenn die Pest kommt, verdienen wir richtig im Minus. Ein bisschen was auf der hohen Kante zu haben, ist nicht verkehrt. Beziehungsweise das Geld können wir auch alles für die neuen, teuren Gebäude ausgeben. Für die ganzen Siedlungen. Na, guck mal da. Jetzt wird mal wieder Zeit, sagst du? Oh, schmagotastisch möchte ich meinen. Dann mal kurz her, machen wir kurz den weg da. Oh, keine Ahnung. Gut, lösen wir direkt eh wieder auf danach. Polen, mach einfach keinen Scheiß. Komm, ich stelle hier sogar extra was her jetzt, um dich davon abzuhalten, großen Fehler zu begehen. Mach es einfach nicht. Greifen wir direkt an, damit wir gar nicht erst irgendwie zu irgendwelchen Problemen kommen. So, zack. So nämlich. So ein Ding ist das. Ups. Können wir wieder auflösen. Danke, dass ihr da wart. Bleibt erstmal da, um als Schutz zu sorgen. Und ihr ladet euch... Ja, nicht durch das Land gehen. Komm, wir sind nicht so. Wir gehen wirklich außen rum. Das ist nicht unser Reich. Wir respektieren Landesgrenzen. Deswegen... Hier ist unser Städtchen. Auch so doof, ne?
Ach, immer halt manuell jetzt gleich. Sehr schön. Ja, auf der Karte sind wir doch so langsam uns am Ausbreiten, oder nicht? Das sieht doch wunderbar aus. Ja, überlegt euch gut, was ihr da tut. So, Spione sind wieder am Start. Wir schauen mal. Ruyasan müsste, glaube ich, da sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Die Byzantiner sind noch ein bisschen im Gebirge hier unterwegs. Ja, Caesarea halt. Hier wissen wir auch, was das abgeht. Ich gehe mal weiter runter. Jerusalem würde mich interessieren. Wie schaut es hier aus? Okay, Portugal ist noch mehr vertreten, als ich dachte. Aber hier ist auch schon wieder direkt Spanien. Mal interessant, was von den Mauren noch übrig ist. Ups. So, guck mal, geht doch direkt viel besser. Gar kein Stress. Next round. Sehr schön. Na, langsam und mühsam, ne? Wir nennen uns wieder so ein Eichhörnchen. Ganz entspannt einfach. Also jetzt haben wir zwei neue Rebellensiedlungen gleich. Wobei wir haben die eine schon. Brügge folgt jetzt demnächst auch. Kein Problem. Beendet die Feindschaft. Gar kein Problem. Wir haben jetzt ja schon Breslau. Aber mit einer anderen Taktik einfach mal uns gegönnt. Ach komm, weißt du was? Geht direkt nach Hamburg. Da können wir jetzt richtig krasse Einheiten pumpen. Aber ohne Scheiß. So. Ah, das verlieren wir dann. Na gut. Greifen wir gleich einfach wieder an. So ein Ding ist das. Genau, stell mal her. Dann machen wir das da. Nordische Bogenschützen. Mal schauen, ob wir das tun. Ich glaube, so langsam wird es auch Zeit, mal so eine schöne Flotte zu haben, oder? Komm. Wir brauchen hier nicht mehr so kleine Langschiffe. Wir holen uns jetzt hier so richtig geheißen, die Dinger. Drachenböte. Komm. Drachenbütchen, ein paar. Auf dem Meer möchte ich bitte auch einmal sicher sein. Wenigstens mit einem Schiff. Mit einer Flotte. So. Das reicht. Dürfte auch schon genug kosten, denke ich. Du wirst nämlich sterben. Das ist okay. Es sind noch genug Truppen drin. Ja, wobei, ich weiß nicht, ob dann die Stadt anfängt, irgendwo auszuflippen. Kann ich noch nicht sagen. Nürnberg. Hoffentlich sollte passen eigentlich. Dann bauen wir ein paar öffentliche Gebäude einfach. Sehr schön. Ne, Spion ist gerade so unser Hauptthema gerade. I know, I know. Aber ich denke auch, dass es einfach ganz spannend ist, wie es hier gerade ausschaut. Zum Beispiel, dass hier ein französischer Diplomat einfach mal hier unten rumläuft. Warum auch nicht? Ach du Scheiße. Ja, wird langsam schwierig für die Ägypter und Türken, würde ich behaupten. Sind die beiden im Krieg? Ja, die sind miteinander im Krieg, Spanien und Portugal. Okay. Mal gucken, wer sich da jetzt den glücklichen Gewinner rausstellen kann. Wie ist das mit den Mauren? Nur mit Portugal im Krieg. Verbündet mit den Ägyptern. Ja, leider ein Verbündeter, der sehr weit weg ist, meine Freunde. Sehr weit weg. Nun gut. Und hier nochmal ein bisschen was. Schön was in der Warteschlange. Leute, aber ich denke mal, das soll es für diese Aufnahme-Session gewesen sein. Ein bisschen was haben wir geschafft. Wir haben uns Breslau und Prag geholt. Dann noch Antwerpen. Brügge steht demnächst auf seinem Speiseplan. Dann werden wir nach Inverness und Dublin hochsegeln. Wir holen uns halt erstmal die Rebellensiedlungen. Und dann holen wir uns dann aus Versehen vielleicht noch Edinburgh. Mal gucken. Ansonsten, gut, hier ist jetzt gerade komplett Polen vertreten. Polen ist ja noch unser Freund. Ist ja einfach Fakt. Den wollen wir jetzt nicht angreifen. Den will ich nicht angreifen einfach. Wir haben auch einen gewissen Ehrenkodex. Mongolen sind ordentlich am Stessel. Und ich glaube, wir sollten mal, weil die Spione sind wahrscheinlich auch schon relativ alt, nochmal ein paar nachwenden einfach. So, ich hoffe natürlich, dass euch diese Folgen gefallen haben und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Habt ihr mal einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein.